Am Freitagabend, den 10. Februar, fand in Kassel beim Spirkelwirt eine Informationsveranstaltung der Aktion Gegenwind Altötting statt. Es ging darum zu informieren, was es mit dem geplanten Windpark, dem großen Onshore-Projekt Bayerns, auf sich hat, das im Landkreis Altötting aktuell diskutiert wird. Der Festsaal im ersten Stock ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Kurz vor Vortragsbeginn wurden noch zusätzliche Tische hereingetragen. Es sind Bürger und Bürgerinnen aus dem Landkreis Altötting gekommen, um sich den Vortrag von Dr. Detlef Ahlborn über Windkraft anzuhören. Der promovierte Ingenieur ist seit Jahren Experte für Windkraftanlagen. Moderiert wurde der Vortragsabend und vor allem die anschließende Diskussionsrunde. Zu Beginn des Abends erklären Bernhard Lammer und Kati Rapsch von der Gemeinschaft Gegenwind Altötting, die mittlerweile 260 Personen miteinander zusammengebracht hat, was ihre Beweggründe waren, sich für diese Veranstaltungsformate und für diesen Informationsaustausch einzusetzen. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass ihr zwei euch da so engagiert? Also bei mir persönlich war es so, ich hatte erfahren aus der Presse, das war glaube ich am 14. Dezember rum war das in der Presse, dass hier der größte Onshore-Windpark Deutschlands geplant ist. Und zwar war das ein Artikel, in dem Aiwanger Herr Aiwanger und Herr Söder gesagt haben, dass die Bürger quasi, dass es keinen Widerstand aus der Bevölkerung gibt. Und das hat mich schon sehr verwundert. Insofern bin ich dann auch der Windkraftgruppe beigetreten, die Gegenwindgruppe, die ja gegründet wurde, dann ungefähr einen halben Monat später. Und das war so bei mir der Start, dass ich einfach gesagt habe, also mich hat keiner gefragt, ich würde vielleicht dann doch ganz gerne was dazu sagen. Also ganz konkret der Ärger über so eine Zeitungsmeldung und dass man sich hier nicht damit auseinandersetzen würde, was genau vor der eigenen Haustür passiert. Wie war das denn bei dir? Wir sind eigentlich durch Gespräche miteinander aufmerksam geworden und mir ist eher ein bisschen überrumpelt vorgekommen, weil es so schnell gegangen ist mit einem riesengroßen Projekt, was bei uns natürlich vor der Haustür passiert da und ohne Fachinformationen oder sonst irgendwas. Und das war das, wo ich sage, es ist schnell, man braucht erst einmal Informationen, es wird abgestimmt über was und es ist schnell gegangen. Die Bürger sind überrumpelt worden, wir haben dann überhäuft worden von Fragen und Unterhaltungen und dadurch haben wir immer mehr geworden, wo wir uns zusammen unterhalten haben und gesagt haben, machen wir jetzt da miteinander was und schauen wir miteinander, dass wir da die Leute ein bisschen auch selber informieren können, weil von anderer Seite nichts gekommen ist. Und da haben wir uns ein bisschen verlassen gefühlt und auf die Seiten möchten wir auch schauen, dass wir da ein bisschen was voranbringen. Wir sind jetzt heute Abend in Kastel in der Gastwirtschaft Spirkelhof und gleich beginnt auch ein Vortrag zum Thema Windkraft. Was wird denn sonst noch von euch geplant oder von der ganzen Aktionsgemeinschaft gegen Wind geplant in den nächsten Tagen? Also wir planen in den nächsten Wochen Infostände. Wir planen auch weitere Flyer zu verteilen. Wir möchten gerne die Bevölkerung informieren. Also wir möchten nicht aufwiegeln, sondern informieren, damit die Bevölkerung auch mitsprechen kann, dass es eben nicht so ist, wie es mir ging, dass es hieß, es gibt keinen Widerstand aus der Bevölkerung, sondern es muss ja erstmal klar sein, was diese Windkraft überhaupt bedeutet. Und vor allen Dingen soll hier ja Staatsforst dafür genutzt werden. Und das liegt natürlich uns allen hier sehr am Herzen, dass der Wald, der sehr wichtig ist für diese Region, unter anderem eben auch als CO2-Speicher, dass der jetzt für Windkraft abgeholzt werden soll. Ja. Und diese Punkte müssen einfach die Leute wissen und das ist unsere Aufgabe oder sehen wir halt auch als unsere Aufgabe, dass wir das unter die Leute bringen, diese Informationen. Dann sind wir jetzt gespannt, wie viele Leute den Weg hierher finden heute. Es wurde ja groß Werbung gemacht, oder, für die Veranstaltung? Das stimmt, wir waren sehr fleißig die letzte Zeit, haben wir viel Flyer verteilt, wir haben sehr viele fleißige Leute gehabt, die uns unterstützt haben. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Bevölkerung informiert wird und dass man einfach mal immer die Leute informiert, also sachlich, soweit wir uns zur Verfügung stellen. Wir sind alles nur Bürger
Und wir möchten das auch rausbringen und das ist für uns einfach von der Information zu wenig gewesen, was wir selber alle erfahren haben. Dadurch sind wir mal alle zusammengekommen. Durch die Veranstaltung möchten wir halt auch ein bisschen Informationen versuchen weiterzubringen, dass wir mehr nicht ganz so zufrieden haben mit dem, was passiert, auch mit dem, was der Wald vor unserer Haustür ist und für unser Erholungsgebiet auch darstellt. Und eben auch, dass man halt da sich zurückziehen kann. Und das ist was für uns was ganz Wichtiges, schätze ich. Der informative Fachvortrag schloss ab und es entspann sich eine längere Diskussion mit vielen Fragen der besorgten Bürgerinnen und Bürgern, wie denn die Zukunft des Staatsforsts in dem Landkreis Altötting aussehen wird. Ingenieur Dr. Detlef Ahorn über die Windkraft und die problematische Lage, um optimale Ergebnisse aus Windkraftanlagen in der Staatsforstlage im Landkreis Altötting herauszuholen. Herr Ahorn, Wunsch und Wirklichkeit haben Sie den Vortrag genannt, der jetzt gleich zur Windenergie startet. Warum denn der Titel? Ja, weil zwischen den Wünschen und dem, was man sich darunter vorstellt, und den bitteren Tatsachen und Zahlen, Daten, Fakten eine ganz große Kluft klafft. Die Vorstellungen, die wir haben und die auch in der Öffentlichkeit sich festgesetzt hat rund um Windkraftanlagen, steht gegen die bitteren Zahlen, die überaus ernüchternd sind. Und ich werde heute Abend eine ganze Reihe von diesen Zahlen präsentieren und auch plausibel machen. Jetzt ist hier im Spirkelhof eine Gästeschar zusammengekommen, die ja sehr emotional ist. Ja? Glauben Sie, dass sich so ein Thema dann auch beruhigen kann wieder? Naja, das dauert länger, bis sich das beruhigt. Also was ich von anderen Veranstaltungen dieser Art weiß, in der Regel geht es da wirklich hoch her, ja, weil natürlich ist der Bau von Windkraftanlagen noch dazu in so großer Zahl wie hier angedacht ein schwerer Eingriff in die Landschaft und damit auch in die Lebensverhältnisse der Menschen. Und diese Geräte sind furchtbar hässlich. Und aus meiner Sicht verschandeln sie auch die Landschaft von den Einflüssen auf die Biologie und Vögel und sowas wollen wir hier gar nicht reden. Jetzt habe ich in den Gesprächen mit den Leuten vorher auch oft das Wort Lautstärke gehört. Ja, Krach. Also man hat auch richtig Angst vor dem Geräuschpegel, der sich verändern wird. Also der Geräuschpegel von diesen Anlagen ist durchaus nicht unerheblich. Das jetzt als Krach zu bezeichnen, ist so eine Sache. Ne? Wenn Sie abends im Bettchen liegen und wollen einschlafen und Sie haben dieses allgegenwärtige Wusch, 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 was Sie nie wieder aus Ihrem Schlafzimmer rauskriegen, das kann ich mir gut vorstellen, ist eine ganz akute Belästigung und Einschränkung der Lebensqualität für viele Leute. Es bleibt abzuwarten, ob und wie eine Veränderung des Staatsforstes im Landkreis Altötting für eine große Onshore-Windkraftanlage kommen wird oder nicht. Die gekommenen Bürgerinnen und Bürger haben sich wohl sehr damit identifiziert. Es war eine heiße Diskussion im Anschluss an diesen Vortrag und die Gemüter sind auf jeden Fall sehr erhitzt. Im Anschluss an den Fachvortrag entspann sich eine längere Diskussion rund um Fachthemen zu Stromgewinnung, Strompreiszusammensetzung und der aktuellen Politik im Landkreis.